Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bacio di Tosca TV. Ich bin Dörte. Und ich bin der Jörg und heute sind wir hier in Mechtshausen vor dem Wilhelm Busch Haus. Wilhelm Busch hatte ja gerade 170. Geburtstag gefeiert und deswegen sind wir hier. Und wollen etwas über Wilhelm Busch erfahren. In diesem Haus hat er die letzten 10 Jahre seines Lebens verbracht mit seiner Schwester. Und gleich kommt noch die Frau Reinicke, die wird uns erzählen, was Wilhelm Busch hier so getrieben hat und uns auch ein wenig durchs Haus führen. Genau. Schaut's euch an. Viel Spaß, bis dann. Gut, das ist jetzt hier der Eingangsbereich des Wilhelm Busch Hauses mit einer wunderschönen Tür, mit einem ganz witzigen Türgriff. Schaut mal. Zur Faust geballt. Ja, das sieht süß aus. So, jetzt ist Frau Reinicke da. Frau Reinicke ist die Vorsitzende des Förderkreises Wilhelm Busch Haus Mechtshausen und wird uns jetzt mal was über diesen Förderkreis und über das Wilhelm Busch Haus erzählen. Ja, danke schön erstmal, dass ich das darf, auch wenn ich zu spät gekommen bin. Der Förderkreis setzt sich zusammen aus Leuten hier aus Mechtshausen und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich A, um dieses Haus zu kümmern, in dem der Wilhelm Busch ja die letzten 10 Lebensjahre verbracht hat und zusätzlich auch kulturelle Veranstaltungen hierher zu holen. Das können kleine Veranstaltungen sein, wie zum Beispiel regelmäßig gibt es hier einen Buchkreis, der sich einmal im Monat trifft. Oder es gibt Lesekaffee für Jung und Alt. Es können aber auch größere Veranstaltungen sein, so wie am 10. Juni zum Beispiel, das ist schon Tradition, gibt es ein großes Gartenfest, bei dem es dann natürlich viel zu trinken, viel zu essen, Jazzmusik gibt. Also es sind eigentlich so Aktivitäten, um die Leute hierher zu locken. Und im November gibt es dann immer 3x3 Gänge Genuss, dann gibt es ein großes 3-Gänge-Menü und dazwischen gibt es Kleinkunst. Und sonst betreuen wir eben das Haus. Das Haus ist täglich geöffnet, 2 Stunden lang und bis auf montags, da ist es geschlossen. Und wir sehen eben zu, dass hier die Besucher begrüßt werden, dass ein kleiner Vortrag gehalten wird und wir verköstigen die auch mit Kaffee und Kuchen, wenn es gewünscht wird. Uns, ja. Also dieses Haus ist immer im Besitz der Kirche gewesen, ist ja ein Pfarrhaus gewesen und als solches hat es ja auch fungiert, als Wilhelm Busch hier gelebt hat. Der ist ja mit seinem Neffen hierher gekommen, der eben Pfarrer war und diese Stelle bekommen hat. Und heute ist es eben auch noch im Besitz der Kirche, nur dass hier kein Pfarrer mehr tätig ist, sondern der ist im Nachbarort. Das ist für uns ein Glück, weil wir hier einfach mehr Räumlichkeiten nutzen können. Wir sitzen hier in einem Raum, den wir jetzt als Inforaum nutzen, aber das war früher ein Gemeinderaum. Und da vorne war Büro des Pfarrers und ansonsten lebte hier eben die Pfarrfamilie, unten und oben. Und in den beiden Räumen oben, das waren eben diese Privaträume von Wilhelm Busch. Und seit 2006 sind diese übrigen Räume eben hier nutzbar als Ausstellungsräume. Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass die Leute nur diese beiden Räume sehen, in denen Wilhelm Busch gelebt hat, sondern wir können ein bisschen mehr präsentieren. Ja, eben halt auch diese Lesekaffee. Genau, wir können solche Sachen machen, ne? Wie Lesekaffee oder Lesungen oder Kleinkunst jeder Art. Das können wir hier in diesen Räumlichkeiten machen. Ne? Ja. Ja, also ich bin keine Mechtshäuserin, ich bin aus Hannover, aber als wir 1979 hier nach Mechtshausen gekommen sind, da hatte ich das Glück, eine Dame kennenzulernen, die hier im Haus Dienstmädchen war. Und das war natürlich spannend zu erfahren, wie ist der Wilhelm Busch eigentlich so gewesen. Und da erzählte sie, dass er sehr freundlich gewesen sei, aber immer distanziert. Und so haben ihn offensichtlich auch die Dorfbewohner erlebt. Der hat jeden Tag so seine Runde gedreht, kurz durchs Dorf und dann aber vor allen Dingen in die Landschaft hinaus, oben zum Heber, das ist der Gebirgszug, hat sich dann dort auf eine Bank gesetzt und hat dann hinuntergeschaut aufs Dorf und rüber nach Seesen und nach Rüden
und ist offensichtlich immer jemand gewesen, der gern aus der Distanz etwas beobachtet hat, aber nicht mittendrin gerne war. Also er war nicht so gern mitten im Leben. Nein. Also er war nicht unbedingt immer im Gewusel drin, das wollte er nicht. Und man muss natürlich sagen, dass er, wenn man so sein Leben betrachtet, er immer wieder es vorgezogen hat, in Gegenden zu ziehen, wo er mehr ländlich wohnte. Er war auch in Großstädten, natürlich. Der hat in München gelebt, der hat auch kurz in Düsseldorf und Antwerpen gelebt. Aber zum Arbeiten und zum Leben hat es ihn eigentlich immer mehr in dörfliche Gegenden gezogen. Wie Wietensaal ja auch im Grunde genommen dörflich ist. Und Mechtshausen ist nun mehr als dörflich. Hier endet die Straße und hier ist also pulsiert nicht unbedingt das Leben. Aber ich glaube, genau das war es, was er wollte, die Ruhe. Und die enge Verbundenheit zur Natur. Also ganz reges Interesse daran genommen, was in der Natur vorgeht. Viele Briefe aus der Mechtshäuser Zeit beginnen immer damit, dass er beschreibt, wie weit die Knospen von Haselnussstrauch sind und wie, ob die Schneeglöckchen schon rausgekommen sind. Also er orientiert sein Zeitgefühl sehr an dem Rhythmus der Natur. Wir hatten ja vorhin fälschlicherweise den 170. Geburtstag verkündet, aber es war der 180. Ja, der Wilhelm Busch ist 1832 geboren, also in dem Jahr, als Goethe gestorben ist. Und wenn wir schon bei den Geburtstagen sind, der hat ja hier im Haus auch seinen 70. und 75. Geburtstag gefeiert. Und dazu muss man sagen, gefeiert und doch nicht gefeiert, weil er immer... An diesen Geburtstagen ist er weggefahren. Das heißt, er mochte das nicht, wenn so viel Rummel um seine Person gemacht wird. Ja, wurde er eben schon. Genau. Und dann hat er die Flucht ergriffen und ist erst nach dem Geburtstag wiedergekommen. Also war er ein sehr einzelgängerischer. Ja, ich denke, er war A, jemand, der das Alleinsein sehr bevorzugte. Und er war B, auch jemand, der es nicht mochte, wenn seine Person oder auch sein Werk so im Mittelpunkt steht. Da gibt es so eine ganz nette Anekdote. Da hatte er in einem Zug gesessen und in dem Zug saßen andere Leute, die gerade aus einem Werk von ihm zitierten. Und da hat er sich schlafend gestellt. Also ein anderer hätte vielleicht gesagt, oh, das ist ja schön, dass Sie was von mir lesen, aber das ist nicht sein Ding gewesen. Also ich glaube, wenn der heute gelebt hätte, hätte der keine Autorenlesungen gemacht, sondern hätte sich damit begnügt, dass die Leute seine Bücher kaufen. Ja. Das war ihm sicherlich schon wichtig. Ne? Er war ja auch Junggeselle Zeit seines Lebens. Ja. Das ist hier eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Ne? Wie ist es denn mit den Frauen? Der hat mal um die Hand eines jungen Mädchens angehalten. Und zwar ein junges Mädchen aus Wolfenbüttel. Die Beziehung nach Wolfenbüttel kommt zustande, weil ein Bruder von Wilhelm Busch in Wolfenbüttel gelebt hat und eine Konservenfabrik dort hatte. Und er hat um die Hand dieses jungen Mädchens angehalten. Und der Vater des jungen Mädchens hat damals gesagt, ein Habenichts bekommt meine Tochter nicht. Damals war er noch ein Habenichts. Denn Wilhelm Busch hat ja eigentlich erst richtig Geld verdient, nachdem er Max und Moritz veröffentlicht hat. Und das ist 1865 gewesen. Hätte er vielleicht ein paar Jahre später nochmal um die Hand angehalten, vielleicht wäre es besser gewesen, aber er hat es dann auch nie wieder getan. Aber er hat es ja immer geschafft, eigentlich so im Familienbund zu leben. Und diese Familie von den Nöldikes, das war schon seine Familie. Und er hat ja auch, als er bei seiner Schwester, der Fanny Nöldicke, lebte, hat er sich ja auch sehr um seine Neffen gekümmert und hat auch finanziell die Ausbildung dieser Kinder mitfinanziert. Und dadurch ist es ja auch zu erklären, dass er hier nach Mechtshausen mitgegangen ist. Denn der Otto Nöldicke, der diese Fahrstelle hier angeboten bekommen hat, wollte seine Mutter, die Fanny Nöldicke, mitnehmen. Und da stellte sich natürlich die Frage, und was machen wir jetzt mit Onkel Wilhelm? Und das ist ganz schön, da kann man in Briefen nachlesen, wie er das erste Mal hier nach Mechtshausen kommt und wie er sich das anschaut und dann schreibt, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, hier zu leben, in diesem beschaulichen Ort am Fuße des Hebers. Und dann ist er eben hier mit hergenommen. Ja. Gefahren. Und hat ja auch die letzten 10 Jahre gelebt. Genau, hat hier gelebt und hat aber nie mehr hier Bildergeschichten gezeichnet. Also er hat hier
viel gelesen, hat sich viel mit Philosophie auseinandergesetzt, hat sicherlich sehr viel Korrespondenz betrieben und hat viele Gedichte geschrieben. Aber Bildergeschichten sind in dieser Zeit nicht mehr entstanden. Also dieses Kritik des Herzens, hat er das hier geschrieben oder diesen Gedichtband? Da gibt es ja ein Gedicht, das heißt O du, die mir die Liebste war. Gibt's ja, ist das auf eine spezielle Person bezogen oder weiß man das nicht so? Also ich habe das auch hier. Wissen Sie ungefähr, wie das? Ja. Weil das, also ich muss ja eine Brille holen. Sonst gut. Also ich habe das auch hier. Wo ist meine Tasche? So, das ist dieses Gedicht, was ich meine, und das habe ich dann halt vertont. Sehr schön. Schön, ne? Ja, auch schön von der Stimme. Und ja, wie gesagt, ich hatte mich dann halt gefragt, ob das vielleicht eine bestimmte Person war. Wie geht das aus? Also, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber das ist, meine ich, keine bestimmte Person. Also ich bin ja oder wenn, dann wird das sein Geheimnis wahrscheinlich gewesen sein. Naja gut, es gab natürlich Frauen, mit denen er Kontakt hatte. Also dazu gehört zum Beispiel die Frau Kessler, seine Bankiersfrau aus Frankfurt. Und auch später zu den Töchtern, zu denen er Kontakt hatte. Aber das waren mehr Kontakte, die sich auf auf einer platonischen Ebene bewegten. Ne? Also so sagt man nicht. Es ist ja immer, das ist so ähnlich wie bei Goethe auch, dass man da immer vermutet, dass manches auf platonischer Ebene funktionierte. Ob da noch andere Gefühle im Spiel waren, das weiß ich nicht. Letztens noch gerade ein Zitat gelesen von Wilhelm Busch, wo er meinte, platonische Liebe zwischen Männern und Frauen wäre ein ewiges Zielen ohne abzudrücken. Ja, hat er schon richtig erkannt. Ne? Ja, also. Aber ich denke, er wird sich da einfach bedeckt gehalten haben. Genau. Er war sowieso jemand, der sich auch nicht gerne in sich hineinschauen ließ. Ja. Ne? Das kommt auch in seinen Gedichten immer wieder zum Tragen, ne? Dass er schon differenziert zwischen dem äußeren Schein und dem inneren Sein. Ja. Und genau, und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar Max und Moritz hatten Sie ja auch erwähnt. Da gibt es ja eine, was auch eine Schriftstellerin, oder eher so eine Dame, die sich so mit Mundart befasst hat, mit Saarländischer, die Edith Braun, sagt Ihnen das was? Die hatte Max und Moritz auf Saarländisch geschrieben, und die hatte dabei irgendwie die Vermutung und die Theorie aufgestellt, dass Max und Moritz eigentlich eine Polit-Satire wäre. Haben Sie davon schon mal gehört? Also, wie sehen Sie das? Also ich glaube das nicht, weil der Wilhelm Busch ist relativ unpolitisch gewesen. Und sicherlich ist das eine Kritik an einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht. Das glaube ich schon. Und an bestimmten sehr spießigen Typen. Und sicherlich Wilhelm Busch ist ein Kind seiner Zeit, der sehr streng protestantisch erzogen worden ist. Eine Erziehung, die im Grunde genommen, also dann nehme ich jetzt nicht nur Wilhelm Buschs Erziehung, der ist ja, hatte ja das Glück, bei seinem Onkel da in Ebergötzen aufzuwachsen, aber sicherlich ist diese Zeit dominiert gewesen in der Erziehung von sehr viel Strenge, von sehr viel Autorität. Und ich denke, in diesem Max und Moritz wird das natürlich an den Pranger gestellt. Mhm. Denn weil genau die Leute aufs Korn genommen werden, die ja diese sehr engstirnigen sind. Mhm. Ne? Der Schneider und die Witwe Bolte, ja, und so weiter. Und ich glaube, darin liegt ja auch
die Komik des Ganzen. Ja. Man freut sich ja mit, dass der Lehrer in die Luft fliegt. Ja. Ne? Das ist ja... sowas ist ja heute noch lustig. Ich bin selber Lehrer, ich darf das sagen. also im Prinzip denke ich, wenn man das als politisch nimmt, klar, dann, das ist ja auch politisch, gesellschaftspolitisch ist es sicherlich. Ja. Welche Figuren er dabei im Kopf hatte, das ist ziemlich sicher zu sagen, dass da er selber und sein Freund Erich Bachmann Vorbild sind. Also er ist ja als kleiner Junge nach Ebergötzen gekommen und ist dort von diesem Pastor Kleine erzogen und unterrichtet worden, hat dort eine sehr freie Pädagogik genossen, wenn man das schon mal so sagen darf. Also nicht die Rohrstockpädagogik, ja, die ja in der Zeit aber durchaus üblich war. Und hat dort diesen Erich Bachmann kennengelernt, den Sohn des Müllers. Und hat sich angefreundet mit ihm. Und die müssen auch so einige Streiche gemacht haben. Also zumindest wird erzählt, dass dieses sich wälzen im Schlamm und hinterher an der Sonne trocknen lassen, bis der Schlamm abplatzt. Das ist ja etwas, was man durchaus in der Max- und Moritz-Geschichte mit diesem Teich da wiederfindet. Und auch wenn man sich die Mühle anguckt, die gezeichnet ist in Max und Moritz, dann sieht man die Verbindung zu der Mühle, die in Ebergötzen steht und auch noch funktioniert. Also ja, da gibt es eine Verbindung. Und da sieht man auch, dass da ein Vorbild war. Ja, also sind das auch Kindheitserinnerungen, genau, die dort verarbeitet wurden. Gut, ja. Wir gehen nochmal nach oben, ne? Uns jetzt mal die Räume anschauen. Dann sind wir jetzt hier oben. Ja, hier sind wir jetzt in den beiden Räumen, in denen Wilhelm Busch gelebt hat. Das heißt, dies hier wäre sein Arbeitszimmer gewesen und nebenan sein Schlafzimmer. Ja. Wie man sieht, sehr spartanisch eingerichtet, noch mit dem Originalmobiliar, mit dem Originaldielenfußboden. Und ja, viele denken immer, das müsste pompöser eingerichtet sein, aber ich denke, A, entsprach das mehr seinem Lebensstil, dieses eher spartanische, und B, ist das sicherlich auch eine Sache der Zeit. Ja. Ne? Also hier, ja, sieht man ja, Sofa, der alte Lesestuhl, und ganz in der Ecke steht noch der alte Bollerofen. Und, also wenn wir schon bei Wärme sind und bei Hitze, muss man natürlich dazu sagen, dass der Wilhelm Busch ein ganz starker Raucher war. Ja, man sieht ihn ja oft auch mit. Genau, man sieht ihn entweder mit Zigarette oder mit Zigarre in der Hand. Und der hat nachher bis 65 Zigaretten pro Tag geraucht, hat auch 2 Nikotinvergiftungen schon gehabt. Also da war er, will ich sagen, maßlos, aber doch im Grunde genommen mehr als Genießer. Und er hat ganz gern abends ein Glas Rotwein getrunken. Ansonsten war es das an Luxus. Ja. Und Reisen gehörte vielleicht noch dazu. Mhm. Ja. Gut, der nächste Raum ist das Schlafzimmer, ne? Genau. Das ist hier das Schlafzimmer. Das ist, finde ich, ja noch spartanischer. Mit diesem, ja, mit der Waschgelegenheit und ja, eigentlich nur das Bett. Viele fragen, wo war der Schrank? Ich kann es nicht beantworten. Ich nehme an, vielleicht stand hier auch nochmal ein Schrank in der Ecke. Und man muss dazu sagen, dass der ja meistens in dieser Familie Nöldicke gelebt hat. Ja. Also mit der Familie Nöldicke auch gelebt hat. Und deswegen nicht hier immer einsam in diesen beiden Zimmern gesessen hat, sondern der hat mit denen gegessen, der hat sich in der Bücherei, in der Bibliothek mit aufgehalten. Also das waren im Grunde genommen nur seine Rückzugsmöglichkeiten hier. Ne? Ja. Und das ist der Nachttopf, ne? Ja, das ist der Nachttopf. Und jetzt, er ist ja in diesem Haus auch gestorben, ne? Hier in diesem Bett, ja? Genau, er ist in diesem Bett gestorben, aber nicht nach langem Kampf oder so, sondern der ist eigentlich an Altersschwäche gestorben. Ganz normal, genau, friedlich eingeschlafen. Ach, das ist doch schön. Genau.
So. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Also es sind holländische Maler. Und dazu muss man sagen, dass Willem Busch ursprünglich ja ein Maler werden wollte, der nach holländischem Vorbild malt. Und aus diesem Grund hat er ja auch sein Studium abgebrochen in Hannover und ist an die Kunstakademie nach Düsseldorf gegangen und dann eben nach Antwerpen und dann wieder nach München. Das heißt, das war eigentlich so sein Vorbild, die holländische Malerei. Und wie man sieht, hat er sich deswegen auch diese Vorbilder an die Wand gehängt. Ja. Und dann kam für ihn diese Erkenntnis, so gut wirst du nie. Und da hat er ganz viel Malerei von sich auch vernichtet. Mhm. Und im Prinzip dass er zu der Bildergeschichte gekommen ist, das ist ja etwas, wo er eigentlich selber wahrscheinlich nicht mitgerechnet hat. Mhm. Das ist ja dann in München gekommen, als er in diesem Verein Jung München war und Karikaturen gemacht hat und dann für die fliegenden Blätter gezeichnet hat. Da ist ja erst diese Idee entstanden, ja, solche Geschichten zu machen, die ja schon eine Verbindung zum Comic haben. Ne? Ja. Ja, prima. Dann bis dann. Wollen Sie verabschieden? Ach so, genau. So, also dann vielen Dank für die umfangreiche Auskunft. Da waren einige sehr interessante Dinge dabei, die man auch so nicht einfach im Internet lesen kann. Ja. Ich hoffe, das war auch eine kleine Anregung, sich mal selbst auf den Weg zu machen und sich dieses Haus hier mal anzuschauen. Hier ist viel los, wie man gehört hat. Also vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir ein bisschen was über unser Haus erzählen können, damit möglichst viele Leute den Weg hier nach Mechtshausen finden. Ja. Ja, danke. Gut. Tschüss. So, wir sind jetzt hier in Mechtshausen vor dem kleinen Friedhof, auf dem Willem Busch begraben ist. Wie man sieht, hier auf diesem Stein steht es schon angekündigt. Ja, und jetzt gehen wir mal hinein und besuchen sein Grab. Ich folge dir. Du folgst mir. Oh, ich krieg die Tür nicht auf. So. Oh. Meter war das irgendwie jetzt hier links oder? Ich weiß es nicht. Gut, ich kann mich nur am Schuhladen orientieren. Rasenlatsche. So groß ist das ja nicht, ne? Also so groß ist es nicht, also es dürfte zu finden sein. Wilhelm Probst zweimal, seltsam. Da vorne war auch schon ein Wilhelm Probst. Noch ein Wilhelm, aber kein Busch. Wilhelm, die heißen ja alle Wilhelm. Wilhelm Probst, Wilhelm Willer, Wilhelm irgendwas. Sind wir zu dämlich? Also ein bisschen genauer hätte doch die Angabe von sein können. Vielleicht da? Da hinten? Oh ja, das große Grab. Das große Grab? Wehe nicht. Ja, ich glaube, das ist es. Hier ist er. Also. Hier ruht also Willem Busch. Dein treues Bild, was ich
Wir sind jetzt in Wiedensaal angekommen und stehen vor dem Geburtshaus Wilhelm Buschs. Und hier neben mir ist der Herr Sölter vom Vorstand des Förderkreises Wilhelm Busch Wiedensaal. So, jetzt können Sie ja schon mal erzählen, ein wenig, was... Ja, wir vom Förderkreis betreiben dieses Haus seit 2002 jetzt in Eigenregie wieder mit Unterstützung des Landkreises Schaumburg, der Samtgemeinde Niedernwörn und der Gemeinde Wiedensaal. Wir stehen hier vom ältesten Teil und den original erhaltenen Geburtsraum und der sogenannten Leutestube von Buschs Eltern. Dieses Haus stand Anfang der 30er Jahre mal vor dem Abriss. Es gab damals eine Initiative aus dem Niedersächsischen Heimatbund, die verhindert hat, dass das Haus abgerissen wurde. Aus dieser Initiative ist die Wilhelm-Busch-Gesellschaft hervorgegangen, die dann bis eben 2002 dafür gesorgt hat, dass dieses Haus erhalten, restauriert und bespielt wurde. Und ab 2002 kümmern wir uns darum. Gut. Wollen wir mal hineinschauen? Ja, dann gehen wir jetzt mal rein. Die Tasche, Jörg. So, dann rein, hinein. So, dann gehen Sie doch mal voran. So, das ist der Herr Frank, einer der ehrenamtlichen Betreuer hier im Hause. Moment, ich muss mal hoch. Ich stelle mal meine Tasche hier. Guten Tag, darf ich die Tasche hier mal abstellen? Bitte? Okay. Dankeschön. So, jetzt. Hallo. Altes Bauernhaus mit der für diese Jahreszeit schönen klimatischen Verhältnissen auf der großen Diele. Bei der Umgestaltung haben wir Wert darauf gelegt, diese Diele eben als Veranstaltungsraum zu erhalten und haben dann hinten rechts, also die historischen Räume, links unser Schatzkästchen, die, wo wir Originale zeigen, dann auf der Diele, auf den Fahnen und im angrenzenden Raum Buschs Lebensweg mit seinen drei Schwerpunkten. Zeichnen, Bildergeschichten, Malerei und Dichten. Und oben ein Sonderausstellungsraum, in dem wir im Moment eine Sonderausstellung seit 14 Tagen laufen haben, wo wir die Freundschaft zwischen Wilhelm Busch und dem Stadtheger Likörfabrikanten August Meyer aufgearbeitet haben. August Meyer war nicht nur Likörfabrikant, sondern auch ein genialer Zeichner, Satiriker. Nur da er sich auch um sein Geschäft gekümmert hat, hat er nie den Ruhm erlangt, den Busch hatte. Nichtsdestotrotz haben die beiden nicht nur Likör zusammen getrunken, wie man weiß. Auch geraucht. Auch geraucht, ja. Das ist ja auch legendär, dass Busch mindestens zwei Rauchvergiftungen hatte. Dies ist also die sogenannte Leutestube. Und das hier ist eben das Geburtszimmer, von dem man weiß, dass eben Wilhelm Busch hier geboren wurde. Ein Bett aus der damaligen Zeit. Ein sogenannter Anderthalbschläfer. Man wundert sich immer, aber die Leute haben damals ja mit dem Vieh zusammen unter einem Dach gelebt in diesen Bauernhäusern und haben deshalb meistens so fast sitzend geschlafen, eben um die Atemwege freizuhalten in der Nacht. Und deswegen war das Bett dann eben groß genug. Das ist dann das Kinderbett gewesen, wo nicht nur Wilhelm drin gelegen hat, sondern seine sechs Geschwister auch. Aber da hat tatsächlich Wilhelm Busch drin. Ja, ja. Dem Bettchen? Ja. Wobei hier ist das nicht so ganz einfach zu beweisen, sondern da weiß man einfach, es ist hier im Hause erhalten geblieben. Etwas einfacher nachzuweisen ist es in der Leutestube beim Mobiliar. Was heißt eigentlich Leutestube, würde ich mal interessieren? Bitte? Warum heißt es Leutestube? Leutestube heißt die, weil dort eben im Prinzip alle, die zur Hausgemeinschaft gehörten, zusammengesessen haben und um den großen Tisch beispielsweise bei den Mahlzeiten, also auch Mägde und Knechte, wie das in der damaligen Zeit auf den Bauernhöfen oder auch hier in dem Krämerladen, wo es ja eben auch dann Mitarbeiter gab, üblich war. Wie war Wilhelm Busch als Kind? Gibt es da vielleicht einige? Man weiß also außer aus seinen autobiografischen Anmerkungen relativ wenig, weil er hier als Kind ja relativ früh mit 9 Jahren weggegangen ist zu seinem Onkel und dort erzogen worden ist. Aber man weiß ja heute durch die Busch-Forschung, dass das, was er dort mit seinem Freund Bachmann, dem Müllers Sohn, erlebt hat, einiges doch in Max und Moritz eingeflossen ist. Also dass dort eben also die Mühle war, die auftaucht in dem Max und Moritz, dass dort eben
Pfützen oder solche sogenannten Mudden gab, in denen sich die beiden dann also mit Sand zugekleistert haben und haben in der Sonne trocknen lassen. Also der Hinweis auf diese Brotgeschichte in der Bäckerei, wo sie eingebacken waren. Der Steg fließt direkt da vor der Mühle lang. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch irgendwo eine Säge hatten. Also wir sind hier vor dieser zentralen Stelle oder der Initiative für diese Ausstellung. Es gibt dieses Fremdenbuch, wie es bei Meyer hieß, nicht Gästebuch, das in seinem Privatmuseum in Anführungsstrichen unter dem Dach lag. Und dort durfte sich aber jeder der Gäste nur ein einziges Mal eintragen. Dass Busch nochmal zumindest da gewesen ist, weiß man, weil irgendwo der Eintrag stattfindet mit Wilhelm Busch. Also es durfte sich jemand anders eintragen. Busch selbst hat sich am 29. Januar 82 eingetragen mit dem inzwischen in vielen Gästebüchern immer wieder abgekupferten. Es ist halt schön, wenn wir die Freunde kommen sehen. Schön ist es ferner, wenn sie bleiben und sich mit uns die Zeit vertreiben. Doch wenn sie schließlich wieder gehen, ist auch recht schön. Ich hoffe, es tritt nicht auf uns zu. Irgendwann müssen wir auch wieder gehen. Also wir sehen hier noch den Hans Huckelbein, den Raben. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Busch zum Likör gewesen? Also Rotwein hat er gerne getrunken. Das Busch hat in seiner Münchner Zeit, das weiß man auch, Bier getrunken. Er hat auch hier auf seinen Spaziergängen immer wieder dann, beispielsweise ist er häufiger durch die Feldmark bis ins benachbarte Rosenhagen gegangen, hat dort in der Dorfkneipe dann 2-3 Bier getrunken, sicherlich auch einen Schnaps und ist dann wieder zurückmarschiert. Das hat er meistens dann eben gemacht, wenn er vorher gemalt, gezeichnet hatte und dann möglicherweise mit seinen Werken nicht so zufrieden war, wie er hätte sein wollen. Er hatte sich in seiner Jugend, als er anfing, also an die Kunstschulen in Düsseldorf und Antwerpen zu gehen, relativ große Vorbilder genommen, nämlich die großen flämischen Meister, Franz Hals und so weiter, Brauers. Und war dann immer der Meinung, wenn er gemalt hatte, dass er mit denen eh nicht mithalten konnte. Von daher fand er selbst seine Bilder immer nicht ausstellenswert und auch nicht verkäuflich. Und vor allen Dingen seinen Neffen, den Nöldeken-Brüdern, den dreien, verdanken wir, dass wir eben so viele von seinen Gemälden haben erhalten können, die ja weitgehend alle kleinformatig sind. Also ein DIN A4-Format ist bei ihm schon eine respektable Größe. Ganz häufig Postkarten oder ein bisschen größer. Und gemalt hat er praktisch auf alles, was ihm in die Finger gekommen ist. Ob das Packpapier war oder Holz oder eine Einkaufstüte. Da war ihm also im Prinzip nichts zu schade für. Macht nichts, Friedhelm, aber macht nichts. Ja, ich werde häufig mit meinem Bruder dann verwechseln. Ja, wir stehen hier jetzt vor der St. Nikolai-Kirche in Wiedensaal. Busch hat ja nebenan im alten Pfarrhaus 6-7 Jahre im Haushalt von Schwester und Schwager gelebt. Es ist überliefert oder es ist bekannt, wollen wir so sagen, seine kirchenkritische Position, die ihm ja sicherlich auch dann juristische Streitigkeiten eingebracht hat. Aber es ist überliefert, dass er hier immer als einer der Letzten in die Kirche geschlichen ist, sich oben neben die Orgel irgendwo gesetzt hat und als einer der Ersten wieder raus war, damit er also im Prinzip nicht schon nach dem Gottesdienst Kommentare abgeben sollte oder sowas. Ja, wir sind jetzt hier vor dem Wilhelm Busch Denkmal angekommen. Das haben die Wiedensaaler geschafft, schon ein Jahr nach seinem Tode errichten zu können. Es wird demnächst dann auch ein Jubiläum haben. Und wir stehen hier dann etwas weiter vor dem alten Pfarrhaus, in dem Busch ja dann bei Schwester und Schwager gelebt hat und somit auch eine historische Buschstätte ist im Ort. Es gibt ein drittes Haus, in dem er hier gelebt hat. Das ist das Pfarrwitwenhaus, wo er dann nach dem Tode seines Schwagers mit seiner Schwester eingezogen ist und deren drei Söhnen, seinen Neffen also, deren Studium er zum Teil auch finanziert hat. Und das Haus ist aber in der Form, wie es damals war, nicht mehr erhalten, sondern immer wieder restauriert und umgebaut worden und in dem Sinne kein historisches Buschdenkmal mehr. Hier neben dem Geburtshaus von Wilhelm Busch ist auch das Café Buschkeller. Und die Betreiberin dieses Cafés ist die Ur-Urgroßnichte Wilhelm Buschs. Friederike Wilkeling ist ihr Name und
Mal sehen, ob wir Sie nachher nochmal sprechen können. Wir gehen jetzt erstmal Kuchen essen. So, hier ist das Kuchenbuffet im Café. Buschkeller, genau. Ja, hier gibt es leckere Sachen. Russischen Apfelkuchen, Erdbeerkuchen, Käsekuchen, Mandelorangenkuchen. So, ich glaube, ich nehme den russischen Erdbeerkuchen. Was nimmst du, Jörg? Käsekuchen. Gut. Dann gehen wir jetzt gleich erstmal im Garten Kuchen essen. Nochmal von vorne. Also. Ja. So, jetzt haben wir hier nämlich die Ur-Ur-Großnichte von Wilhelm Busch. Hallo? Hallo. So, hier gibt es so leckeren Kuchen. Ja. Sie sind ja die Betreiberin dieses Cafés hier. Ja, und der Kuchen ist auch selbst gebacken. Der Kuchen ist, also zum größten Teil ist er selbst gebacken. Hier gerade die Obstkuchensorten oder hier Käsekuchen oder Torte steht jetzt gerade woanders. Kann ich Ihnen aber gerne zeigen. Oh ja, zeigen Sie nochmal die Torte gleich. Ja. Also wenn schon, denn schon. Oh ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich nehme auch eine Torte. Oh, soll ich irgendwas abnehmen? Nee, das geht schon. Vielen Dank. Nee, das wäre so, das ist auch eine sehr leckere Torte. Das ist Tiramisu-Torte. Tiramisu. Eierlikör-Torte mit Walnussbohnen und Kirschen, also dunkler Bogen. Die haben wir jeden Sonntag da und die wird auch immer wieder gern gegessen. Aber immer wieder von denselben Leuten gern gegessen. Stammkunden. Ja, genau. Viele kommen. Immer wieder deswegen. Und stehen davor und so, oh, das sieht ja alles gut aus, aber wir nehmen wieder die Eierlikör-Torte. Und die Rezepte, wie haben wir gerade gehört, das sind teilweise alte Rezepte? Oder? Ja, hier gerade das mit dem Obstkuchen hier zum Beispiel. Hier der Rhabarberkuchen. Das ist so eine alte Machart. Wir haben also verschiedene Obstkuchen, die wir so mit Guss backen, nach alten Rezepten. Rhabarber oder Apfel oder Pflaume, Blaubeer, je nach Saison. Jetzt ist eben gerade Rhabarber dran. Oder auch im Hefekuchen nach Rezepten, das ist von meiner Urgroßmutter die Rezepte. Von der Frau, von dem Bruder von Adolf Busch, der hier das Haus übernommen hat, nachdem eben der Vater verstorben war. Die Frau kam aus Bremen und hat sehr gerne offensichtlich Gebäck gemocht, hat uns ihr Kochbuch hinterlassen, wo ganz viele Backrezepte drin sind für Kekse und Kuchen und was man alles so backen und süße Sachen auch machen kann. Und da probieren wir immer wieder Sachen aus und ja, viele haben sich auch schon etabliert. Und hinter Ihnen sieht man den Likör. Das ist auch ein Spezialität in das Haus, glaube ich. Ne? Ja, ich probiere da so ein bisschen rum mit verschiedenen Likören. Haben Sie abends mal eine rote Nase, nehme ich an. Ich probiere das nicht so oft selber, werde ich immer wieder gerne gefragt, aber ich kann mich nicht jeden Abend durchs ganze Sortiment probieren, was irgendwo schade ist, weil sich die Geschmäcker ja verändern, also die reifen ja, das sind ja keine künstlichen Aromen, die ich zusetze, sondern es kommen eben Aromen aus Gewürzen, aus Früchten, aus Kräutern und wenn das eine Zeit gestanden und geruht hat, dann schmeckt es anders, als wenn man es gerade eben erst fertig gemacht hat und nach einem Jahr, manche kommen nach einem Jahr oder zwei Jahren erst richtig gut raus. Und darum weiß ich manchmal gar nicht so genau, wie der einzelne Likör jetzt momentan gerade schmeckt, weil es sich eben auch verändert. Und wenn der eine Jahrgang alle ist, dann kommt der nächste dran. Das ist meine Überraschung. Ein bisschen Überraschung. Ja, ist immer dabei. Wie hieß noch der Likör, der Meier? Meiers Bitter? Meiers Bitter? Das ist dann eben aus Stadthagen. Der Meiers Bitter ist aus Stadthagen, den habe ich hier aber auch stehen. Na, da gibt es diesen. Da gibt es zwei Sorten. Dies ist so der Klassiker, der Grüne. Der macht auch sehr hübsche grüne Flecken auf Tischdecken. Okay. Und dies ist der Rote, also dies ist ein Schweizer Kräuter, Alpenkräuter, bitte heißt er. Und dieses ist deutscher Wald- und Feldkräuterlikör. Einer hatte mehr Prozent, glaube ich. War das richtig? Der Grüne hat 38, der andere 35. Der Grüne war doch auch der am Ende so rot. Genau, der schimmerte irgendwie. Kann sein. Also ich finde, sie riechen auch ähnlich. Ich habe, glaube ich, noch nicht beide Vergleich getrunken, aber ich fand, sie rochen sehr ähnlich. Also wenn ich da irgendein Kraut drin, was in beiden drin ist, was da vorschmeckt. Ja, wir sollten erstmal den Kuchen probieren und dann brauchen wir wahrscheinlich einen Kräuter, denke ich, oder? Nein, denke ich nicht. Aber ich denke, es ist besser, bevor ich den Kräuter probiere, was zu essen. Ja. Sonst falle ich nachher um. Ja. Okay.
Okay, machen wir. Suchen Sie sich was Schönes aus. Ja, zu rot wird. Auf jeden Fall danke ich Ihnen jetzt schon mal für die vielen Informationen und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es war sehr interessant. Dann auch uns hat Spaß gemacht. Ja. Prost. Prost. So, das war's dann auch schon mit der ersten Folge und wir sind hier erstmal durch in Wiedensaal und ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Wir genießen jetzt nochmal den Kuchen. Ja, nämlich die Eierlikör-Torte mit Walnussboden und Kirschen. Genau, das Rezept haben wir nicht bekommen, leider. Das ist ein Geheimnis. Aber ihr könnt ja mal selbst vorbeikommen und euch das hier mal anschauen und auch hier einen Kuchen essen. Okay, macht's gut. Wir sehen euch dann in der zweiten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Da-da.